Hallo meine Lieben, ich habe wieder ein richtig leckeres Rezept für euch und zwar eine Linzer Torte mit Nutella Creme. Die schmeckt richtig, richtig saftig und ich habe sie ein wenig zur originalen Linzer Torte abgewandelt, da ich halt Nutella genommen habe. Wir sind halt die absoluten Schokofans und ich dachte mir, das ist dann mal was anderes. Und hier zeige ich euch, welche Zutaten ich verwende. Für den Teig benötigen wir Mehl, Zucker, Butter, gemahlene Haselnüsse, ein Ei, Kakaopulver, Zimt und etwas Nelkenpulver sowie eine Prise Salz. Zum Befüllen benutze ich Nutella-Creme. Der Teig ist ganz einfach. Ihr gebt alle Zutaten einfach in eine Rührschüssel und verknetet alles miteinander. Ich habe zunächst die trockenen Zutaten hineingegeben und das Ei und dann ganz kurz miteinander verrührt und dann könnt ihr auch portionsweise die Butter unterrühren. Sobald alles zu einem schönen weichen Teig verknetet wurde, gebt ihr das Ganze in Frischhaltefolie und müsst es unbedingt noch kalt stellen, denn so lässt sich der Teig wunderbar verarbeiten. Bei mir war der jetzt ungefähr 20 Minuten im Gefrierfach drin. Danach teile ich ihn mir ein und zwar lege ich mir ein kleines Stück weg, daraus mache ich dann später das Gitter und den Rest, den rolle ich ein wenig aus und lege ihn mir dann in eine eingefettete Springform. Da könnt ihr entweder mit den Händen alles auseinanderdrücken oder ihr nehmt euch ein Glas, welches ihr ab und zu in Mehl gebt und da könnt ihr euch dann auch einen Rand mitdrücken. Sobald es dann gemacht ist, gebe ich die geschmolzene Nutella auf den Kuchen. Die habe ich für ein paar Sekunden in die Mikrowelle getan und dann auf dem Kuchen verteilt. Nun geht es ans Gitter. Dazu rolle ich mir dann einen Teil des Teiges dünn aus. Da müsst ihr wirklich mit viel Mehl arbeiten, da der Teig recht weich ist. Und dann könnt ihr euch gleich große oder gleich breite Stränge einteilen. Ihr könnt das mit einem Messer machen. Ich habe hier so ein Rädchen verwendet. Und dann lege ich ein Gitter. Statt der Stränge könnt ihr aber auch mit einem Ausstecher Sterne ausstechen oder Herzen und den Kuchen damit belegen. Also das könnt ihr machen, wie ihr mögt. Passend zur Weihnachtszeit habe ich mir überlegt, das Ganze am Rand noch mit Sternen zu dekorieren. Und deswegen habe ich mir da noch einen Teig, ein Stück Teig aufbewahrt. Und da habe ich mir dann meine Sterne ausgestochen und den Rand damit belegt. Traditionell wird ja der Rand auch mit so einem länglichen Strang gemacht. Aber ich dachte mir, mit Sternen sieht das natürlich noch etwas schöner aus. Gebacken wurde das Ganze dann bei 180 Grad, ungefähr 30 Minuten. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Und aus dem restlichen Teig habe ich mir hier noch einzeln meine Sterne ausgebacken und habe somit leckere Plätzchen rausbekommen. Nach dem Backen sieht der Kuchen dann so aus. Ich gehe mit einem Messer am Rand entlang, damit er mir nachher nicht anklebt und so lasse ich ihn dann komplett auskühlen. Nach dem Auskühlen könnt ihr den Kuchen mit Puderzucker bestreuen oder ihn einfach so lassen. Ich backe den Kuchen nun insgesamt zum dritten Mal und er schmeckt einfach nur unglaublich lecker. Ich hatte auch bereits mal eine Marmeladenvariante ausprobiert. Dazu hatte ich mir Himbeergelee auf den Kuchen getan. Aber ich muss sagen, mit der Nutella-Creme schmeckt er uns persönlich am allerbesten. Probiert doch einfach mal selbst aus, was euch lieber schmeckt. Ansonsten war es das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!